Ja. Joggen bei McFit, halt Krafttraining. Ich mache selber Sport. Ich gehe gerne ein bisschen ins Fitnessstudio für den Sommer. Ja, ich bin Radsportler hier in der Harburger AG. Und ja, das mache ich halt leistungsorientiert, Leistungssport. Ja, also ich mache Sport. Ich mache Radsport und starte für die Harburger AG. Ja, im Radsport allgemein ist Doping ja ein großes Thema eigentlich. Wurde viel mit versaut im Radsport mit Doping. Aber ich denke auch, dass in anderen Sportarten sehr viel gedopt wird. Ja, aus dem Fernsehen. Ja, Fahrradfahren. Ja, natürlich. Also in den Medien wird natürlich der Radsport ziemlich schlecht dargestellt in Verbindung mit Doping. Aber natürlich wird auch in anderen Sportarten gedopt. Also ich habe schon viel von Doping gehört. Aus dem Fernsehen und auch im Fitnessstudio sind man auch manchmal so Leute. Also ich glaube, dass in jeder Sportart, wo Geld im Spiel ist, dass da gedopt wird. Und bei anderen kleineren Sportarten, wo nicht so viel Geld so mit im Spiel ist, da wird es nur einzelne Idioten geben, die auf ihren eigenen Erfolg aus sind und die da dopen. Ja, beim Schwimmen schätze ich mal, da sehen die Frauen aus wie Kerle sozusagen. Ja. Gibt es einige Sportarten, schätze ich mal. Ich glaube Radsport viel und ja, so Bodybuilding überhaupt und... Ja, durch den Radsport, der Dopingfall mit dem Dopingarzt Fuentes ist mir natürlich bekannt. Und da weiß ich halt auch, dass der Dopingarzt nicht nur Radsportler versorgt hat, sondern auch viele andere Sportler auf der ganzen Welt. Insofern, dass ich Anti-Doping-Seminare besucht habe von unserem Verein, machen wir sowas, um Dopingprävention zu betreiben. Also ich persönlich hatte noch nichts mit Doping zu tun. Ja, selbstverständlich, weil ich denke, dass in Sportarten, wo viel Geld im Spiel ist, dass da in so einer Dichte gedopt wird, dass die Ergebnisse ungefähr das gleiche wären, bloß also es würde dem normalen Zuschauer nicht auffallen, dass in dieser Sportart nicht gedopt wird. Wenn natürlich, also wenn einfach keiner dopen würde, dann würden halt wahrscheinlich alle ein bisschen langsamer fahren oder im Fußball andere langsamer spielen. Aber natürlich wäre es dann auch einfach. Also ich glaube, so ein Radfahrer, ich glaube teilweise, dass die irgendwie alle dopen. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner das ohne Doping schaffen würde, weil irgendwie, ja... Ja, also Doping im Fußball bringt auf jeden Fall was. Ich habe über diese beiden Fälle auch schon auf cleanpage.de gelesen. Und ich denke, dass bei Fußball auch sehr viel gedopt wird, aber dass das sehr gut auch vertuscht wird, da bei Fußball sehr viele Sponsoren und richtig Geld hintersteht, anders als in anderen Sportarten, weil Fußball ist halt die Weltsportart Nummer 1. Ja, das ist halt normal, wie in jeder Sportart wird gedopt. Nur viele Leute wissen halt nicht, dass es in wirklich jeder Sportart eigentlich gedopt wird. Und, ja. Kann ich mir auch vorstellen, ja. Also wenn die dadurch erfolgreicher werden oder so. Auf jeden Fall. Also, weil dieser Sportler hat den Sport selber, für den er steht, den hat er runtergezogen. Sponsoren ziehen sich zurück aus dieser Sportart, weil sie jetzt sagen, ja, die dopen ja eh alle, da stecken wir kein Geld mehr hinter. Und das ist einfach Betrug, was der getan hat. Und das wäre nicht weiter mit ihm. Ja, schon ein bisschen, obwohl ich natürlich weiß, dass viele Radsportler natürlich auch gedopt sind, genauso wie andere Sportler. Und ja, das ist halt auch teils eine philosophische Frage, ob man Doping vielleicht legalisieren sollte. Da kann man viel drüber nachdenken, aber ich fände es schon schade, wenn mein Lieblingssportler jetzt gedopt wird. Gegen den anderen gegenüber sozusagen, anderen Sportler. Ja, das ist wieder so eine philosophische Frage, aber natürlich im Leben sollte man natürlich eigentlich immer ehrlich sein und nicht betrügen und also ich als Sportler würde nicht dopen, auch wenn ich Erfolg hätte damit und nicht erwischt hätte. Nee, ich würde das lassen, also das ist mein Körper, also würde ich nicht...
Sport irgendwas extra nehmen. Ja, also das ist wieder ganz klar Betrug, wenn ich das tun würde. Deshalb würde ich jetzt erstmal von vorne weg sagen, nein, aus meiner Sicht würde ich es nicht tun. Aber da steht natürlich dann halt wieder diese Geldfrage hinter. Und da muss man halt immer die Sicht aus der Sicht gucken, in der der Sportler gerade ist. Zum Beispiel ein Sportler, der vielleicht aus etwas ärmeren Verhältnissen kommt und der dadurch die Hoffnung hat, an richtig großes Geld zu kommen, der wird da schon eher schwach werden. Und ich denke, dass man nie 100% sicher sein kann, dass man nicht erwischt wird. Und deswegen, ich würde nicht in die Versuchung kommen. Ich glaube nicht, weil ich eher auf ehrlicher Basis arbeiten würde und halt dadurch auch nicht unbedingt den Gewinn als Ziel sehe, sondern eher Spaß dabei zu haben. Was denken Sie denn über Doping? Ja, generell denke ich natürlich, Doping ist ziemlich schlecht für den Ansehen jedes Sports. Natürlich, wenn das dann durch die Presse auch noch rauskommt, dass in diesem Sport so gedopt wird, ist das natürlich immer rückläufig auf die jüngeren Sportler, die höchstwahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht gedopt sind und es immer nur die Leistungsträger, die Profis sind. Und da fallen dann halt viele Sponsoren weg und das ist halt sehr schlecht für die Förderung dieser Sportart. Meine Meinung zu Doping? Durch Doping im Sport wird der ganze Sport kaputt gemacht und Sponsoren ziehen sich zurück und darunter leiden meistens die Jugend- und Nachwuchssportler. Und das ist halt den Betrug, den die Sportler selber begehen, den bahnen sie nicht selber aus, sondern der wird weitergeschoben an die nächste Generation. Und das ist auf jeden Fall der größte Mist an Doping.